Die Bundesstraße 9. Die Hauptverkehrsader geht in Koblenz mit der Moselquerung durch die Luft. Die Europabrücke misst 400 Meter, von denen einige seit fast 2 Jahren erneuert werden. Die sogenannte Vorlandbrücke war in Fahrtrichtung Boppard in die Jahre gekommen. 1934 fertiggestellt, stand nach 80 Jahren eine Komplettsanierung an, die mit dem Abriss des alten Brückenteils begann. Bereits im Oktober 2014 war HWK-TV auf der Baustelle unterwegs und schaute den beteiligten Handwerksbetrieben, federführend die Bauunternehmung Fritz Meyer aus Altenkirchen im Westerwald und das Erd- und Tiefbauunternehmen Günther Alsdorf aus Neuwied über die Schulter. Welche Arbeiten bisher umgesetzt wurden, beschreibt Martin Becker vom Tiefbauamt Koblenz so. Wir haben in den vergangenen 24 Monaten hier die Vorlandbrücke neu gebaut. Die alte Brücke war aus den 30er Jahren, die war marode und baufällig und musste erneuert werden. Und wir hatten hier das Projekt vor der Brust, die Brücke und der Verkehr neu zu errichten. Nach umfangreichen Arbeiten an der neuen Brücke sind die Arbeiten inzwischen weit vorangeschritten und liegen voll im Plan. Angesichts der Tatsache, dass alle Bauarbeiten bei fließendem Verkehr durchgeführt wurden, ist die Maßnahme sicherlich mit besonderen Herausforderungen verbunden. Derzeit bauen wir an den zwei rechten Fahrstreifen der Brücke. Auf den zwei linken läuft der Verkehr, während wir rechts die neuen Fahrbahnen asphaltieren. Wir bringen den Gussasphalt ein, bauen die Geländer auf, die Schutzplanken, um dann halt den Verkehr auf diese neue Seite umlegen zu können, um im Anschluss in den nächsten Wochen dann die andere Brückenhälfte fertig bauen zu können. Bei den aktuell anstehenden Arbeiten wird über 200 Grad heißer Asphalt in Form gebracht. Das ist Präzisionsarbeit, die in einer Mischung aus Hightech-Steuerung und Handarbeit umgesetzt wird. Denn auch wenn große Maschinen bei der Asphaltierung helfen, ohne Handarbeit geht es nicht und gerade bei Details greifen die Straßenbauer zum Arbeitsgerät. Hier die des Bauunternehmens Faber mit Hauptsitz in Alzey. Die Stadt Koblenz als Auftraggeberin zeigt sich mit dem Baufortschritt wie auch bei der Zusammenarbeit mit den beteiligten Handwerksbetrieben zufrieden. Wir haben also hier hauptsächlich zwei Arbeitsgemeinschaften. Das eine ist die Arbeitsgemeinschaft für den Bau und den Abbruch, Firma Meyer aus Altenkirchen und Firma Alsdorf aus Neuwied. Und für die Verkehrssicherung haben wir eine Arbeitsgemeinschaft, wo auch die Firma Alsdorf mit drin ist, mit dem Verkehrssicherer Sauer. Laut Planung sind 12 Millionen Euro für dieses Projekt vorgesehen. Bauherrin ist die Stadt Koblenz, die im Rahmen eines Masterplans ihre Brücken instand setzt. Dabei hat man von Anfang an auf Transparenz gegenüber den Anwohnern gesetzt und sie ständig über anstehende Maßnahmen und umzusetzende Bauarbeiten informiert. Wir haben im Großen und Ganzen eine positive Resonanz für die Baustelle. Wir hatten im Vorfeld der Maßnahme auch schon eine relativ große Bürgerbeteiligung. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wir haben die Anwohner auch eingeladen, wir haben die Presse mit einbezogen. Wir haben das also möglichst publik gemacht, die ganze Maßnahme. Und so konnten wir auch verzeichnen, dass der Bürger das alles verstanden hat und auch positiv angenommen hat. In wenigen Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und wird der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen können. Dank Straßenbauerhandwerk und Tiefbauamt der Stadt Koblenz. Sollte die Brücke die Steherqualitäten ihres Vorgängers haben, würde 2096 die nächste Komplettsanierung anstehen. Bei 18,2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr würden in dieser Zeit rein rechnerisch 1,5 Milliarden Autos über die Brücke rollen. Wie die Mobilität dann aussieht, lässt sich heute selbst mit großer Kreativität und Zukunftssinn kaum vorhersagen. Wer die Brücke gebaut hat, kann aber selbst dann noch ganz genau gesagt werden. Es waren Handwerker, die hier zwischen 2014 und 2016 ein kleines Wunderwerk vollbracht haben.